kollektive Bewusstsein hier. Das kollektive Bewusstsein soll nicht nur im Kopf behalten, sondern auch Bilder haben und Symbole, und die Mauer steht nicht mehr für Trennung. Dann könnte sie weg. Dann müsste sie weg. Sie steht für die Überwindung der Trennung, und das sollen die Tausende von Menschen, die hier noch vorbeigehen, die jetzt noch nicht mal geboren sind, sollen das sehen, dass wir eine Scheißstadt waren und durch alle, die hergekommen sind, super geworden sind. Sonst kämen die Leute nicht zu uns. Gut, die kommen nicht nur wegen der Mauer, aber das ist ein wichtiger Teil im kollektiven Bewusstsein der Stadt, des Landes und sogar irgendwo der Menschheit. Und wir können überall Häuser bauen, überall, wir haben überall Platz. Also die Welt ist groß und Berlin ist groß. Und es muss nicht da sein, wenn wir keinen Platz mehr hätten, wenn wir verhungern würden, wenn wir da Salat pflanzen müssen, könnte die Mauer weg. Die kann da stehen bleiben. Sie schadet niemand. Umgekehrt. Sie ist ein kollektives Bewusstsein, das ja, man sagt immer erhaltenswert, diese alle Dinge, Kunst, das kommt alles noch dazu. Das Wichtigste ist, nicht weil sie Materie ist, sondern weil sie in den Geist wirkt. Ne? Sie wirkt in den Geist der Menschen, die Mauer. Sie verwandelt was im Geist. Also es geht uns nicht um Materie, ne? Oder um, naja, weil sie so schön ist oder sowas. Ne? Weil sie bunt gemalt ist, ist halt hier schön. Wirklichkeit ist hier nicht schön.